Hallo und herzlich willkommen bei Hitters. Heute reden wir über Charisma-Charaktere. Denn viele spielen oder denken, dass Charisma-Charaktere anders funktionieren, als sie eigentlich funktionieren. Und das geht systemübergreifend hier tatsächlich. Denn die meisten denken, dass ein Charisma-Charakter jeden beeinflussen kann, jeden belügen kann und auch, wenn wir das jetzt so sehen, in manchen Systemen wie D&D wird das ja zum Beispiel Weisheit geregelt, aber dass sie auch Lügen erkennen können. Dann kommt es oft zu Situationen wie, ich versuche den König zu überzeugen, seine Armee mir zu überlassen. Oh, ich habe einen kritischen Erfolg, er muss es machen. Nein, muss er nämlich nicht. Denn egal wie gut ihr euer Charisma-Wert ist oder Weisheitswert oder worüber sich das handelt, wir nennen das jetzt einfach einmal den Charisma-Wert. Klar, dieser Wert ist natürlich fürs Auftreten da, wie man bei Leuten ankommt, wie man im Überreden ist und wie man auch vielleicht Lügen erkennt oder wie man selber lügen kann. Aber es ist kein Skill oder keine Fertigkeit, kein Attribut, wie auch immer das im System geregelt ist, was einem eine gottähnliche Macht gibt. Nein, es ist keine Zauberfertigkeit. Es ist eine Redegewandtheit. Und egal wie redegewandt ihr seid, ihr werdet immer auf Linien oder Hürden treffen. Aber wenn ihr sagt, ja, aber mein Charakter ist ja so gut. Egal wie gut ihr seid, ihr werdet auf Hürden treffen. Zum Beispiel ein einfacher Bogenschütze, der nicht magisch ist. Der ist auch vielleicht der perfekte Bogenschütze, aber kann trotzdem nicht um drei Ecken herumschießen. Das kann er einfach nicht ohne Magie. Und genauso ist das mit der Redegewandtheit. Ihr habt einfach eure Ecken oder Kurven, die ihr nicht schießen könnt. Wenn ihr ein Polizist seid und ein Mafiosi euch gegenübersteht, dann werdet ihr ihn wahrscheinlich nicht dazu überreden können, wenn er voll überzeugt ist, sich der Polizei anzuschließen. Oder ein wenn er ein Nazi ist, der wird jetzt vielleicht nicht ein Linksextremer werden, nur weil ihr einen super Überredenwurf geschafft habt. Oder wenn ihr auf frischer Tat ertappt wurdet bei einer Leiche, dann schützt euch nicht ein perfekter Lügenwurf davor, von der Stadtwache einkassiert zu werden. Die werden ja nicht plötzlich sagen, ah ja, ergibt Sinn. Also das ist ja auch nur ein Zufall, dass ihr hier auf frischer Tat mit der Tatwaffe ertappt wurdet. Eure Fingerspuren sind sogar noch an der Tatwaffe und es gibt Augenzeugen. Nein, aber euer Wurf war so gut, wir lassen euch laufen. Ah, es wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber wie kann man das jetzt Ganze regeln? Ich habe mir tatsächlich viele, viele Gedanken dazu gemacht. Und es gibt meiner Ansicht nach nicht das perfekte System, um Charisma-Würfe zu regeln. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr große Spielleiter-Willkür oder Dungeon-Master-Willkür oder was, oder wie ihr euch immer betiteln wollt oder wie euch sich euer Spielleiter, Meister, Dungeon-Master oder wie auch immer betiteln mag oder Storyteller, je nachdem. Wenn ihr da draußen eine super Idee habt, wie man das tatsächlich handeln kann, wie man sagen kann, okay, bei dem und dem Argument oder diesem Schwellenwert gibt es einen Bonus, gibt es eine Erschwerung, ab dem Schwellenwert ist es unmöglich. Wenn ihr draußen irgend so eine Skala kennt, wäre es vielleicht ganz hilfreich, diese mal in den Kommentaren zu kommunizieren, denn ich habe ein bisschen auch danach gesucht, ich habe versucht, etwas Eigenes zu kreieren, aber tatsächlich ist es mir nicht leicht gefallen und ich habe es auch nicht ganz geschafft. Ich kann euch nur ans Herz legen, wirklich mal darauf einzugehen, zu verinnerlichen, okay, dieser Wert befähigt mich nicht dazu, alles zu können, sondern ich kann Dinge, die schon in gewissen Bahnen laufen, so ein bisschen in eine Richtung lenken. Nur so ein bisschen, ich kann sie halt nicht um 180 Grad umschwenken, ich kann sie so ein bisschen lenken. Sie gehen schon noch geradeaus, ich kann sie so ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach links lenken, aber ich kann sie halt nicht im 90 Grad Winkel plötzlich abbiegen lassen oder 180 Grad, dafür ist dieser Wert einfach nicht da und so sollte man auch keinen Charakter spielen. Viele wollen das aber mit diesem Charakter oder mit diesen Charisma-Charakteren tatsächlich handhaben, machen und so ein super manipulatives Super-Genie spielen, was die meisten Regeln aber so nicht hergibt. Ich denke, da muss Magie her oder andere Sachen. Wenn ihr dazu eine andere Meinung habt, lasst mich natürlich ganz gerne in den Kommentaren wissen. Und sonst war es das mit diesem kurzen, knackigen Video über Charisma-Charaktere. Und dass ihr ein bisschen mehr darauf achten solltet, dass wirklich Argumente tatsächlich einfließen in das Ganze und anhand der Argumente sagt ihr, okay, das ist tatsächlich eine fundierte Lüge, das klappt als Notlüge oder das klappt halt nicht. Durch diese Argumente könnt ihr den Charakter dazu überreden tatsächlich und manche Sachen sind einfach nur Blödsinn. Bis bald bei Hit Dice. Ciao, ciao.